Hi, herzlich willkommen zum LS17. Mein Name ist Andy. Ich freue mich, dass wir alle wieder hier sind, dass ich wieder hier bin, dass du zuschaust, dass einfach alles, das hier passiert, freue ich mich mega drauf. So, kurz weg, kurz vorweg. Das Video hier ist jetzt noch kein Sprung zur Regelmäßigkeit, denn um das Video hochzuladen, werde ich einen richtig miesen Aufwand betreiben. Ich habe aktuell kein Internet. Und deshalb werde ich das jetzt hochladen. Ne, woanders hochladen. Ne? Also aufnehmen, aufs Handy transferieren und dann irgendwo, wo ich WLAN habe, hochladen. Denn die Größen von meinen Videos, die sprengen mein Datenvolumen sofort. Aber egal, sei es drum. Hi. So, hier auf der Estancia La Pachu heißt die Karte, genau, im LS17. Prima. Boah, ich muss ja alles wieder rausfinden, ne? Wo bin ich? Was mache ich? Wer bin ich? Junge, Junge. Ich habe erstmal noch ein bisschen Raps verkauft hier und vor lauter Schreck den Deutz gestoppt, denn der hat schon 0,9 Stunden und ich wollte ja ungern noch die eine Betriebsstunde voll machen. Aus dem Grund habe ich den mal ganz fies abgegrätscht, um zu verhindern, dass ich da nochmal irgendwie, keine Ahnung, 20.000 Euro bezahlen muss, nur dass ich den noch eine Betriebsstunde länger behalten darf. So, das heißt, ich fahre jetzt hier den nach Hause, dann die Wiese ist auch gedüngt, dann kann ich das Fass abhängen und mit dem Pfänd weiter einsäen. Denke, das ist so ganz in Ordnung. Ich hätte gerne noch, vielleicht sogar noch ein bisschen gespult, das Feld 1, 2 und 3 reif gewesen wären. Nur ich habe tatsächlich ein bisschen Schiss, wenn ich da jetzt so hart, so schnell dran rumspule, dass ich dann. Super, 120, ein bisschen flott. 60. Dass ich dann gleich ein Wachstum auf Feld 14 habe, aber auf Feld 15 noch nicht. Kennt bestimmt jeder, der in LS17 spielt. Wenn man irgendwo schnell vorspult, dass man dann flott mal irgendwo ein Wachstum oder ein Feld nur halb bewachsen hat. Oder eben beim Einsäen. Ja, vielleicht sogar das Feld einen Seite verdorrt ist und auf der anderen Seite noch gar nicht eingesät. Dennoch hätte ich gerne hier ein bisschen was gemacht. So, du kommst auch nach Hause. Der hat seinen Soll quasi schon erfüllt. Wo sind wir denn? Da. Da muss ich dann ja vielleicht noch einmal drüber. Mache ich dann aber in der nächsten Wachstumsphase tatsächlich. Und dann gibt es ja auch einen Megamann-Ertrag. Ja, und dann können wir noch weiterschalten hier. Da, genau. 14, 15 wird gerade eingesät, also gerade natürlich nicht. Pass mal auf, ich muss die Sache wieder eindämmen, sonst sind wir gleich wieder komplett duster und sehen gar nichts mehr. Ich krieg die Wachstumsphase heute doch nicht hin. Also natürlich ein bisschen schade. Ich hätte schon gerne noch die Kohle eingestrichen, ne? Ne, so nicht. Gott, ich fahre wieder wie der erste Mensch, ne? Wenn ich vergessen habe, wie wendig die Fässer nicht noch sind hier. Tridem Fass, das Ding kannst du auf den Bierdeckel wenden. So. Zapfwelle ab. Fass ab. Und dann eilen wir mal dem Deutz zu Hilfe. Den lasse ich jetzt auch abholen, weil ich echt keinen Überblick habe, wie lange der jetzt schon gelaufen ist mit seinen 0,9 Stunden. Deshalb kann der einfach weg. La Garage gemietet zurückgeben.
Jawohl. Dann dürfte er jetzt einfach fort sein. Das ist natürlich schön, ne? 116.000. Aber der war nicht so geil. So. Perfekt. Und go. So, ist jetzt natürlich ein bisschen schade, ne? Wie gesagt, ich hätte gerne das Feld noch mit eingesät und dann, naja, mache ich dann bei der nächsten Folge. Ich weiß nicht, wann sie kommen wird. Aber bei der nächsten Folge wird auf jeden Fall Feld 1, 2 und 3 fertig sein. Und ich nehme an, da ich die Nacht mit vorspulen werde, wird hier auch werden auch die Felder mit fertig sein. Und ich werde hier auffüllen. Ich bin auch ein Typ, ne? Mittendurch. Aber so richtig mittendurch. Überhaupt nicht. Oh Gott. Ich bin gar nicht mehr im LS17 drin. Ja, wie ich sagen wollte, ich werde auf jeden Fall Nacht vorspulen und dann bei der nächsten Folge ernten. Denn Kohle muss herbei. Dann wird er noch ein zweiter großer Schlepper gekauft und dann schauen wir weiter. Dann können wir machen, was wir wollen. Hier verschiedene Wachstumsstufen, wie ich eben sagte, sieht man unten bei Feld 31 wunderschön. Da ist ein Teil weiter gewachsen als der Rest und ich habe keine Ahnung, wie das da funktioniert, also in welchen Etappen das wächst, kann ich echt nicht sagen. Das kommt mir manchmal total random vor. Da ist also noch ein Karo auf dem Feld, ist unbepflanzt, der Rest ist bepflanzt. Keine Ahnung. Also es sieht tatsächlich meistens ein bisschen random aus. So, ich glaube auch, ich wäre hier soweit, irgendwann eine größere Sämaschine anzuschaffen. Hab jetzt doch so ein riesen Erntemaschinen-Shift hier. Dann nur so eine kleine Sämaschine. Da kann ich aber mal gucken, was die Dinger kosten, ne? Die kosten auch bestimmt mega Geld. Wo sind wir denn? Striegel, Dünger, Sämaschinen. So, so eine habe ich. Oh, wäre schon geil, ne? 123.000. 224.000. Dafür auch 15 mehr. 15 Meter. Das ist mehr als doppelt so viel, als ich jetzt habe. Meter ist viel, tatsächlich. Irgendwann, man wird wohl noch träumen dürfen. Und selbst wenn, dann kann ich den. Ach Gott, ich habe noch Kredit ohne Ende. Dann kann ich den ja auch nur mit einem Trecker fahren. Der hat 309. Ne, mit beiden. Stimmt, der Deutz hat ja auch so viel. Hoppa. Was mache ich denn hier? Deutz. Natürlich, Warrior. 263. Also geht sich gerade so aus, ne? Radsetup, Breitreifen 217.100. Geht sich gerade so aus, sollte funktionieren. Da mache ich mir dann weniger Gedanken drum. So, der kleine mit Frontlader, ne? Ja, behalte ich mal noch. Das ist so. Das ist so, den behalten wir. Den kann ich aber, da ich ja aktuell nur einen habe, pass mal auf, dann nehme ich den mit und schmeiß direkt was drauf. Auch wenn, ja, oh, teuer und keine Ahnung, aber dann ist es gemacht. Und im zweiten Schritt fahre ich dann einfach Dünge drüber. Dünge. Gülle drüber. Und dann soll das passen.
Dann wächst hier nämlich auch ordentlich was. Und ich kann sagen, ich habe was gemacht und nicht nur eingesät. Wenn ich mir vorstelle, ne, diese Riesensäge-Kombination, ist natürlich schon ein Tier. Hier fast die ganze, naja, fast die ganze Breite hiervon, aber zwei Drittel der Breite davon. Das ist schon. Also könnte ich mitleben, ne? Könnte ich tatsächlich mitleben. Aber hier, ich nehme hier auch. Manuell nehme ich hier alles mit, ne? Klar. Volle Breite. Genau mein Ding. Vielleicht sogar ein bisschen mehr als volle Breite, ne? Ist echt zu klein, ne? Hier schon für den Düngestreuer. Das ist ja nochmal kein großes Gerät. Aber ist halt aktuell noch der einzige mit Frontladeranbau. Wird sich dann ja mit dem Deutz ändern. Der wird einen Frontladeanbau bekommen. Ist dann auch ein Trecker um 250 PS. 263 dann. Nicht nur wie jeder hier um 100 PS. Da wird dann schon einiges mehr gehen. Aber Frontlader bin ich echt, also ich möchte echt wirklich einen haben, der einen Frontladeranbau hat. Denn, ja, egal, ob man irgendwo an Paletten oder so oder Ballen bewegen muss, ist immer gut, wenn man einen Traktor mit Frontlader hat. Tatsächlich, ne? Ich wollte nicht darauf verzichten. Das ist auch noch ein Grund für den Deutz und gegen einen JCB oder JCB, keine Ahnung wie er heißt. Gegen einen Fast Track halt. Denn da geht kein Frontlader ran. Schade, der ist nämlich dafür relativ schnell. Ich hatte den auch tatsächlich mal getestet, ne? Auf so einer kleinen Testmap. Und hab mich dagegen entschieden. Denn auch wenn der 10 km/h schneller läuft als der Deutz, der läuft ja irgendwo um die 72, 73. Ist der, ich will jetzt nicht sagen schwach auf der Brust, aber der braucht zum einen ultra lange, um schnell zu werden, und verliert die Geschwindigkeit auch relativ schnell. Deswegen, na, dann doch lieber den Deutz, der ist Warrior, der ist schön schwarz und geil und toll und hat einen Frontlader und macht Dinge, die halt ein Deutz macht. Ne? Oh ja, gut, ich würde es noch sagen, ist noch ein Tacken billiger, aber egal. Schulden haben wir eh so viele, da kommt es so 10.000, 20.000 Euro nicht mehr drauf an, ne? Oder so. Ja, erstmal neuer Trecker und dann geht die nächste Ernte, die geht komplett zum Schuldenabbau. Also wenn es für den Trecker gereicht hat, danach Schuldentilgung. Dass ich dann irgendwann mal sagen kann, ich komme mal wieder in normales Fahrwasser rein. Hey. Einfach mal aus dem fahrenden Trecker gesprungen. Da gibt es auch nur hier. Ja, dass ich dann mal sagen kann, alles klar, hier die Überziehungs- oder die Kreditzinsen, die sind dann auch mal weg. Wobei das, glaube ich, gar nicht so viel war. Also, ne? Wisst, wie ich das meine. Klar, wären irgendwie 500 Euro Zinsen am Tag. Ist natürlich schon krass, ne? Ich sag mal, bei dem, was ich hier am Tag wirklich erwirtschafte, geht. Kann man machen.
Und ich habe ja auch tatsächlich über 500.000 Schulden. Ne? Also ist da ja auch nicht so, als wäre das nur so ein bisschen, ne? So, keine Ahnung. 10 Euro vom Kumpel geliehen. Nee, nee, das ist ja schon ordentlich. Oh, das Feld ist so riesig. Geil. Ich habe es ja schon bearbeitet, damals als geliehenes Feld, einfach nur um es zu bearbeiten, weil es hat mich irgendwie pro Tag 50.000 Euro gekostet oder so. Wo ich echt dachte, das wäre so eine, vielleicht eine Wochenmiete oder so, aber nee, nee, das war tatsächlich Tagesmiete. Wusste ich auch nicht besser. Naja. Jetzt ist es mir. Und jetzt können wir davon unheimliche Gewinne erhoffen. Also so stelle ich mir es auf jeden Fall vor. Ich glaube, ich schmeiß mich hinter einen Traktor, wenn das nicht so ist, ne? Hier muss ich hin. So. Fülle ich mir die Karre nochmal auf. Das kostet auch noch Asche ohne Ende. Macht nix. Macht so gar nix, ne? Wie viel kam der Deutz? 217? Ich sehe es kommen, ne? Bis ich hier fertig bin, habe ich mich wieder so weit runtergearbeitet, dass ich erst nochmal komplette Ernte brauche, um mir den... um mir den Traktor überhaupt leihen zu können, kaufen zu können. Ach ja, wenn ich ihn unten lasse, geht's, ne? Ah, ich sag noch. Hm, wie dumm von mir. Dann wird er jetzt halt gekauft. So, 263 mit Breitreifen. Als Warrior, 217.010. Go, go, go! Dann kann ich nämlich den Traktor mal so ganz bewusst hier stehen lassen. So. Oha, mit den dicken. Ah, das ist geil. Ich hätte auch direkt. Guck mal, hier mache ich auch. Ich habe ja nur den kleinen Frontlader. Nehme ich direkt den großen mit. Mit 8000. Weil ich bezweifle, dass der kleine tatsächlich gut hier ranpasst. Dann nehmen wir den direkt mit. Haben da. Und können dann sagen, alles klar, auf den Rest können wir verzichten oder weiß ich nicht. So, Frontlader dran. Perfekt. Wow. Geil. So, Geld habe ich natürlich keins mehr, aber das ist vollkommen egal, dafür einen geilen Traktor. Alles gut. Die Welt ist in Ordnung. 63. Das ist auch mega. So, dann kann ich nämlich jetzt, oder ich muss jetzt auch, ich spanne mein Güllefass vor und fahre zur BGA. Da kann ich nämlich kostenfrei Dünger abholen. Ich meine, ich habe jetzt zwar das, den Kunstdüngerstreuer befüllt. Habe ich ja gekauft, ne? Klar, ist ja alles meins. Das wird auch, ne, sag schnell, das wird auch noch verarbeitet. Ich bin viel zu weit weg. Nur, jetzt nicht. Jetzt hänge ich das Ding an und fahre zur BGA. Und dann wird, wow. Und dann wird Gülle gefahren ohne Ende. Mal den Kleinen da mit dem Düngerstreuer schrubben lassen. Nee, das macht keinen richtigen Eindruck auf mich.
einen neuen Trecker kaufen, damit ich nachher am Ende, keine Ahnung, 5000 Euro mehr Schulden habe. Überhaupt kein Barvermögen. Das macht Sinn für mich. Das ist natürlich vollkommen in Ordnung. Ne? Klar. Kennt ja bestimmt jeder. Geilo. Freue ich mich drauf. Freue ich mich richtig drauf. Zwei fette Trecker, mit denen man fett arbeiten kann und Kohle verdienen kann. Ohne Ende. Geilo. Gut. Ich fülle hier auf. Geh mal dahin, wo es ein bisschen ruhiger ist. Schau mir die Sache so an. Und sag vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, ich weiß nicht, wann ich zur Regelmäßigkeit zurückkomme. Das ist jetzt wirklich nur so ein Vorabding. Aber wenn es dir gefallen hat, Daumen nach oben, Abo dalassen, sowieso. Dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder und du bleibst garantiert am Laufenden. Bis dahin, hab einen schönen Tag, mach's gut. Ciao.